Ski oder Skistöcke oder Skischuhe oder eine Skibindung, wie das vor über 80 Jahren ausgeschaut hat. Und kann man mit dem mittels im Sommer Skifahren? Genau das schauen wir uns in dem Video an. Ja, da gehen wir Skifahren, aber ich finde die Piste nicht. Wo ist denn die Skipiste? Ich weiß es nicht. Jetzt gehe ich nochmal da schauen. Und weißt du, wo da die Skipiste ist? Ich finde sie nicht. Drohne sagt links, Drohne sagt rechts. Und ich kenne mich nicht aus, aber dann werde ich halt weitersuchen. Weil du gerade da bist, möchte ich dir zeigen, ich habe ganz neue Ski gekauft. Ganz neue Ski. Draufgestanden ist 1935. Das wird schon die Länge sein. Aber mei, sie sind nagelneu. Und der Verkäufer hat mir nachher gesagt, ob ich eine Bindung auch brauche. Dann habe ich gesagt, ja, freilich, die beste und die neueste tust du drauf. Und das hat er nachher gemacht. Das ist natürlich ein Hit. Richtige Skistecken habe ich da für den Tiefschnee. Also da habe ich, jetzt täte ich mich schon fest gefreut, wenn es nachher gut geht zum Skifahren. Es hat ja jeder einen neuen Ski mit den ganzen Farben drauf. Das brauche ich nicht. Wir nehmen das Original aus Holz. Ja, eine originelle Sprache, das Tirolerisch, gell? Kannst du Fremdsprachen? Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch? Verstehst du die Sprache des Lebens? Ach, was ist das jetzt wieder? Ich habe mich vor ziemlich einiger Zeit damit beschäftigt, ich sollte eigentlich meine Arbeit, also den Business- und Life-Coaching-Sektor, sollte ein bisschen mehr online verlagern. Ich sollte Videoseminare gestalten, ich sollte Videoclips machen, um eine größere Reichweite zu erreichen und mehrere Leute zu bedienen. Und nachher bin ich mit dem Gedanken ziemlich lang schwanger gegangen und habe mir gedacht, okay, ja, könnte man das vorstellen, ja. Und dann habe ich mich natürlich interessiert, welche Kamera ist das richtig, welches Stativ, welches Mikrofon. Und bevor ich mir das gekauft habe, ist nochmal so richtig ein Zweifel dahergekommen. Der hat gesagt, ja, ist das schon richtig? Glaubst du das schon oder vielleicht doch nicht? Was ist, wenn du das jetzt alles kaufst und dir macht das gar keinen Spaß? Und genau in dem Moment hat ein Bekannter aus Deutschland eine E-Mail geschickt, ob ich so nett wäre, von den Bergen einen Videogruß zu machen. Ein bisschen was Originelles. Und dann hat es bei mir geschalten. Dann habe ich sofort gecheckt, das ist jetzt ein Hinweis des Lebens. Das Leben sagt jetzt, so Junge, mach dich jetzt auf, kauf dir den ganzen Plunder und los geht's. Und das wird dein erstes Video sein. Ein Gruß von den Bergen. Jetzt Teil 2. Wie geht's unserem Skifahrer? Wie geht's weiter? Was macht er? Aber jetzt muss ich schauen, wo der Skilift ist, weil ich kann ja nicht da jetzt stehen bleiben. Ich muss jetzt auch auf den Berg. Pfiatenk, servus dabei. So ist es, wenn man im Sommer Skifahren gehen will. Brille verkehrt auf, Jacke an, zu warm ist es, die falschen Ski, kein Schnee und die falsche Jahreszeit. Aber ein Spaß muss sein, wir müssen öfter mal verrückt sein, wir müssen ein bisschen komisch sein. Wir dürfen ruhig öfter mal blöd lachen, blöd schauen, über uns selber lachen. Habe ich einmal gehört, die Leute, die über sich selber lachen, die mögen sich ganz gern. Ja, nachher lachen wir einfach. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Vierte Servus, mach's gut.